2019 nCoV. So heißt das neuartige Coronavirus, das tödliche Atemwegserkrankungen verursachen kann. Als Ausgangspunkt gilt ein Tiermarkt in Wuhan, eine 11-Millionen-Metropole im Zentrum Chinas. Forscher gehen davon aus, dass der Erreger ursprünglich von Tieren ausging und sich anschließend von Mensch zu Mensch weiterverbreitete. Die Epidemie kommt zu einem Zeitpunkt, da hunderte Millionen Chinesen zu den Neujahrsfeiern auf Reisen sind. Um eine Ausbreitung des Virus zu stoppen, haben mehrere internationale Flughäfen Wärmekameras installiert. Sie zeichnen die Körpertemperatur von Passagieren auf. Zusätzlich wurden betroffene Städte unter Quarantäne gestellt.